Wir können mehr tun. Schauen Sie, wir sind als Deutsche immer so furchtbar stolz, wenn die Zahlen verbreitet werden, unsere Exportüberschüsse. Ich wollte dann gerade darauf hinaus. Genau. Wir sind die Größten. Genau. Aber man muss natürlich immer klar machen, unsere Überschüsse sind die Defizite anderer. Ja. Ja? Das, ne? Verstehen Sie? Und irgendwann, glaube ich, Helmut Schmidt hat da unten darauf hingewiesen, auf lange Sicht nützen uns diese Überschüsse gar nichts. Weil die Defizitländer dann einfach wirtschaftlich lahm werden. Das heißt aber vor allem dann nicht, wenn wir dafür nichts Richtiges kriegen. Ja. Normalerweise ein Land, das Exportüberschüsse hat, verdient ja Geld und das hält ja nicht das Bargeld, sondern geht dann ins Ausland und kauft sich da Wertpapiere, Aktien, Immobilien, was auch immer, was Reales. Ja? Dann kann man sagen, später, wenn wir mal alt sind, dann machen wir es umgekehrt, dann holen wir das zurück und leben davon, wenn wir nicht mehr so richtig schaffen können. Nicht? Aber das ist ja in Europa nicht gelaufen. In den Jahren 8, 9 und 10, in den drei Krisenjahren, hat Deutschland mit den anderen Euro-Ländern einen Leistungsbilanzüberschuss, also im Wesentlichen Außenhandelsüberschuss von 264 Milliarden Euro gehabt. Und dafür hätten wir jetzt Vermögenswerte im Rest Europas kaufen können. Haben wir aber nicht gekriegt. Denn diese Länder haben das ja bezahlt, indem sie Geld gedruckt haben zusätzlich. Und dieses Geld ist nach Deutschland geflossen. Nicht gedruckt, also nein, sie haben es elektronisch geschaffen. Nicht gedruckt physisch. Meinen wir nicht physisch. Nein, Geld ist ja heute nur auf Konten sowieso. Ja. Das wird auf den Konten geschaffen, wird verliehen an die Banken dieser Länder, die verleihen das an die Privatleute. Die Privatleute kaufen sich dann Güter in Deutschland. Dadurch fließt das Geld nach Deutschland. Die deutschen Banken schwimmen in Geld, geben es zurück an die Bundesbank. Es wird hier wieder vernichtet. Also, wenn ich mal die Metapher gebrauchen darf, wird es im Süden gedruckt und hier geschreddert. Nicht? Und dadurch entsteht eine Ausgleichsforderung der Bundesbank gegenüber dem EZB-System. In diesem Fall in den drei Jahren von 255 Milliarden. Das sind genau 96% der Außenhandelsüberschüsse. Was haben wir gekriegt? Wir haben nur diese Ausgleichsforderung. Wir haben nichts Reales gekriegt. Die können wir nie fälligstellen. Wenn wir alt sind und wollen das Geld zurückrufen, dann sagen die Pustekuchen. Das spricht aber für das, was ich gesagt habe, dass das mit den Exportüberschüssen eine Schattenseite hat, über die in der deutschen Politik niemals gesprochen wird. Weil immer gesagt wird, toll, wir sind die Exportweltmeister. Das ist nicht nur gut. Ja? Also ich versuche gerade mal meine Frustration und Erschütterung zu überspielen. Ja. Es fällt mir aber nicht leicht, gebe ich offen zu. Denn das bedeutet ja, dass im Grunde das, was wir seit Jahren machen und worauf wir stolz sind, eigentlich ein völliger Irrweg ist. Richtiger wäre ja dann, wenn ich es richtig verstehe, im Umkehrschluss lieber selber alles ausgeben, selber investieren. Investieren. Wir Deutschen gehen Sie mal hier durch das Ruhrgebiet und schauen Sie mal sich mal die Infrastruktur an, die Schlaglöcher in den Straßen, da ist viel zu investieren. Also in die deutsche Energiewende sind Hunderte von Milliarden zu investieren, wenn sie funktioniert. Dann ist aber auch gerade, dass da viel verbrannt wird. Ja, man muss investieren. Deutschland hat unter dem Euro, das ist die Wahrheit leider, die niedrigste Investitionsquote aller OECD-Länder gehabt. Das war ja die Phase der Standortdebatte, man möge sich erinnern, in den ersten Jahren des Euro. Da lief uns das Kapital weg, überall schien das Gold heller zu glänzen als in Deutschland. Und man hat nicht mehr in Deutschland investiert. Zwei Drittel der deutschen Ersparnisse wurden exportiert in andere Länder. Wir haben das Geld zur Sparkasse getragen. Ich sage nichts gegen Sparkassen, aber die haben es zur Landesbank gebracht und die Landesbank hat das verzockt irgendwo auf der Welt. Das ist die Wahrheit, die passiert ist. Und das ist das falsche Geschäftsmodell. Wir müssen endlich mal wieder an uns selber denken und auch hier zu Hause investieren. Aber und dann verschwinden diese Exportüberschüsse von alleine. Aber ist nicht eben dann am Ende doch ein Teil der Wahrheit, dass Sie einen Wohlstand, den Sie in diesem Lande haben, eben dann doch irgendwie erarbeiten müssen und den Sie nur bekommen, auch durch eine sehr florierende Exportwirtschaft? Nein. Exportieren lohnt sich nur dann, wenn man auch importieren kann dafür. Es muss nicht gleich sein. Das kann ja auch später sein, wenn wir alt und krank sind. Aber irgendwann muss der Import zurückkommen. Es muss ein Gleichgewicht geben. Mittelfristig. Das gibt es aber ja, und das Problem ist, wenn man einen Exportüberschuss hat, dann ist die bisherige Denkweise gewesen, den Überschuss kann man anlegen, später holt man das Geld zurück. Und wir wissen heute, dass das nicht stimmt. Das heißt, die Schuldner, die wir haben,
Ja, die lachen uns was. Ich meine, die können auch gar nicht. Die können nicht zurückzahlen. Wir haben also das Gefühl, wir haben unsere Altersvorsorge auf den Export. Alles gut. Ich bin ganz entspannt. Wir lieber wieder über England reden. Nein, ist alles gut. Ja, es ist so. Es ist, weil wir können. Ich meine, wir können noch ein bisschen so weitermachen. Die Sache ist nicht gut gelaufen. Da sind wir doch einer Meinung. Das mit den Exportüberschüssen muss in dieser Form aufhören. Wir müssen das Geld wieder zu Hause investieren. Professor, sind nichts für ungut, aber die Erfahrung lehrt den deutschen Bürger auch und Wähler auch, dass in den vergangenen Jahren immer dann, wenn Wirtschaftswissenschaftler Prognosen abgegeben haben, man sich relativ gut darauf verlassen konnte, dass die nach einiger Zeit von anderen Wissenschaftlern mit der gleichen Werf völlig widerlegt und eine völlig andere These gegeben wurde. Also ich bin nicht ganz so pessimistisch wie Sie. Ich hoffe, dass Sie da in der... Es ist keine Prognose. Was ich gesagt habe, ist eine normative Aussage, die sich auf der Erfahrung, dass wir jetzt Länder haben, die eben einfach nicht in der Lage sind, zurückzuzahlen, was wir dort angelegt haben. Sie haben aber nicht den Eindruck, dass Deutschland schon massenhaft verarmt ist in den letzten Jahren. Also ich meine, Sie zeichnen ja gerade ein Bild, als wenn wir gerade unmittelbar davor stehen, demnächst Rabattmarken wieder zu bekommen. Von 2002 bis 2010 einen Nettokapitalexport von 1.000 Milliarden Euro gehabt. Ja, so viel Ersparnis, das waren 2/3 der gesamten deutschen Ersparnis von 1.600. Die haben wir ins Ausland gebracht. Wir haben also Forderungen gegen das Ausland erworben. Die Hälfte davon sind übrigens bloße Ausgleichsforderungen der Bundesbank, dadurch, dass die Südländer die Rechnung mit selbstgedrucktem Geld bezahlt haben. So, und diese Forderung, die steht in der Luft, die hängt in der Luft. Das ist doch das Problem der europäischen Schuldenkrise. Unsere Banken haben sich vollgesogen mit den Staatspapieren der südlichen Länder und jetzt heißt es, die können nicht zurückzahlen. Das ist doch nun mal das Problem. Das ist doch keine Einbildung eines Ökonomen. Ich wollte einfach nur der Hoffnung Ausdruck bringen, dass möglicherweise sich Wirtschaft auch dann doch noch anders entwickelt, als man es in dem Moment vielleicht erwartet. Wir zahlen jetzt die Zeche für Fehler, die nicht erst im vergangenen Jahr oder vor 2 Jahren gemacht worden sind. Wir zahlen jetzt die Zeche für viele Jahre einer falschen Finanzpolitik, einer falschen makroökonomischen Politik. Wir zahlen uns auch die Zeche für eine sträfliche Missachtung europäischer Regeln und europäischer Möglichkeiten auch, die nicht genutzt worden sind. Denn natürlich, man hätte das alles viel, viel früher sehen müssen und sehen können. Warum hat er keiner hingeguckt in Griechenland? Das, was Herr Sinn sagt, sind ja keine Geheimnisse. Die tatsächlichen volkswirtschaftlichen Daten Griechenlands waren bekannt, aber keine... Sie waren gefälscht. Nein, doch. Nein, die Daten, was die wirkliche Leistungsfähigkeit angeht, waren nicht gefälscht. Gefälscht waren die Zahlen, die sich beziehen auf die Relation. Gesamtverschuldung und jährliches Defizit. Aber wie war der Kapitalfluss nach und vor allem aus Griechenland? Was ist in Griechenland investiert? Was ist in Griechenland investiert worden? Was ist nicht investiert worden? Was ist wieder weggegangen? Die Zahlen waren bekannt. Aber Ich will das mal beiseite lassen. Aber es ist eine Folge einer politischen Fehlentwicklung seit relativ langer Zeit. Und wir sollten als Deutsche nicht so tun, als wären, wie Herr Schäuble sagt, das Musterländer. Das sind wir überhaupt gar nicht. Okay. Ja? Ich habe die undankbare Aufgabe, jetzt zu sagen, dass leider die Sendezeit rum ist. Es ist deshalb undankbar, weil ich es gerade sehr spannend finde und auch gerne noch über Großbritannien gesprochen hätte und doch noch die ein oder andere Frage gehabt hätte, ob denn wirklich alles falsch war, was wir in den letzten 40 Jahren gemacht haben. Das müssen wir die letzten 10. Okay, das müssen wir aufs nächste Mal verschieben. Ich bedanke mich sehr herzlich für die sehr offenen und sehr klaren Worte hier am Tisch. Das ist keine Prognose. Was ich gesagt habe, ist eine normative Aussage, die sich begründet auf der Erfahrung, dass wir jetzt Länder haben, die eben einfach nicht in der Lage sind, zurückzuzahlen, was wir dort angelegt haben. Sie haben aber nicht den Eindruck, dass Deutschland schon massenhaft verarmt ist in den letzten Jahren. Also ich meine, Sie zeichnen ja gerade ein Bild, als wenn wir gerade unmittelbar davor stehen, demnächst Rabattmarken wieder zu bekommen. Von 2002 bis 2010 einen Nettokapitalexport von 1.000 Milliarden Euro gehabt. Ja, so viel Ersparnis, das waren 2/3 der gesamten deutschen Ersparnis von 1.600. Die haben wir ins Ausland gebracht. Wir haben also Forderungen gegen das Ausland erworben. Die
Hälfte davon sind übrigens bloße Ausgleichsforderungen der Bundesbank, dadurch, dass die Südländer die Rechnung mit selbstgedrucktem Geld bezahlt haben. So, und diese Forderung, die steht in der Luft, die hängt in der Luft. Das ist doch das Problem der europäischen Schuldenkrise. Unsere Banken haben sich vollgesogen mit den Staatspapieren der südlichen Länder und jetzt heißt es, die können nicht zurückzahlen. Das ist doch nun mal das Problem. Das ist doch keine Einbildung eines Ökonomen. Na, ich wollte einfach nur der Hoffnung Ausdruck bringen, dass möglicherweise sich Wirtschaft auch dann doch noch anders entwickelt, als man es in dem Moment vielleicht erwartet. Wir zahlen jetzt die Zeche für Fehler. Und den Sie nur bekommen, auch durch eine sehr florierende Exportwirtschaft. Exportieren lohnt sich nur dann, wenn man auch importieren kann dafür. Es muss nicht gleich sein. Es kann ja auch später sein, wenn wir alt und krank sind. Aber irgendwann muss der Import zurückkommen. Gleichgewicht geben mittelfristig. Das gibt es aber ja, seit 30, und das Problem ist, wenn man einen Exportüberschuss hat, dann ist die bisherige Denkweise gewesen, den Überschuss kann man anlegen, später holt man das Geld zurück. Und wir wissen heute, dass das nicht stimmt. Das heißt, die Schuldner, die wir haben, ja, die lachen uns was. Ich meine, die können auch gar nicht. Die können nicht zurückzahlen. Wir haben also das Gefühl, wir haben unsere Altersvorsorge auf den Export. Alles gut. Ich bin ganz entspannt. Lieber wieder über England reden. Nein, ist alles gut. Ja, ist alles gut. Es ist, weil wir können. Ich meine, wir können noch ein bisschen so weitermachen. Die Sache ist nicht gut gelaufen. Da sind wir doch einer Meinung. Das mit den Exportüberschüssen muss in dieser Form aufhören. Wir müssen das Geld wieder zu Hause investieren. Professor, Sie sind nichts für ungut, aber die Erfahrung lehrt den deutschen Bürger auch und Wähler auch, dass in den vergangenen Jahren immer dann, wenn Wirtschaftswissenschaftler Prognosen abgegeben haben, man sich relativ gut darauf verlassen konnte, dass die nach einiger Zeit von anderen Wissenschaftlern mit der gleichen Werf völlig widerlegt und eine völlig andere These gegeben wurde. Also ich bin nicht ganz so pessimistisch wie Sie. Ich hoffe, dass Sie da in der, worauf wir stolz sind, eigentlich ein völliger Irrweg ist. Richtiger wäre ja dann, wenn ich Sie richtig verstehe, im Umkehrschluss lieber selber alles ausgeben, selber investieren. Investieren. Wir Deutschen haben unter dem Euro genug zu investieren. Gehen Sie mal hier durch das Ruhrgebiet und schauen Sie mal sich mal die Infrastruktur an, die Schlaglöcher in den Straßen, da ist viel zu investieren. Also in die deutsche Energiewende sind Hunderte von Milliarden zu investieren, wenn sie funktioniert. Dann sieht man aber auch gerade, dass da viel verbrannt wird. Ja, man muss investieren. Deutschland hat unter dem Euro, das ist die Wahrheit leider, die niedrigste Investitionsquote aller OECD-Länder gehabt. Das war ja die Phase der Standortdebatte, man möge sich erinnern, in den ersten Jahren des Euro. Da lief uns das Kapital weg, überall schien das Gold heller zu glänzen als in Deutschland. Und man hat nicht mehr in Deutschland investiert. 2/3 der deutschen Ersparnisse wurden exportiert in andere Länder. Wir haben das Geld zur Sparkasse getragen. Ich sage nichts gegen Sparkassen, aber die haben es zur Landesbank gebracht und die Landesbank hat das verzockt irgendwo auf der Welt. Das ist die Wahrheit, die passiert ist. Und das ist das falsche Geschäftsmodell. Wir müssen endlich mal wieder an uns selber denken und auch hier zu Hause investieren. Aber und dann verschwinden diese Exportüberschüsse von alleine. Aber ist nicht eben dann am Ende doch ein Teil der Wahrheit, dass Sie einen Wohlstand, den Sie in diesem Lande haben, eben dann doch irgendwie erarbeiten müssen? Ja, nicht gedruckt. Also Sie haben es elektronisch geschaffen, nicht gedruckt physisch. Geld ist ja heute nur auf Konten sowieso. Ja. Das wird auf den Konten geschaffen, wird verliehen an die Banken dieser Länder, die verleihen das an die Privatleute. Die Privatleute kaufen sich dann Güter in Deutschland. Dadurch fließt das Geld nach Deutschland. Die deutschen Banken schwimmen in Geld, geben es zurück an die Bundesbank. Es wird hier wieder vernichtet. Also wenn ich mal die Metapher gebrauchen darf, wird es im Süden gedruckt und hier geschreddert. Nicht? Und dadurch entsteht eine Ausgleichsforderung der Bundesbank gegenüber dem EZB-System. In diesem Fall in den 3 Jahren von 255 Milliarden. Das sind genau 96% der Außenhandelsüberschüsse. Was haben wir gekriegt? Wir haben nur diese Ausgleichsforderung. Wir haben nichts Reales gekriegt. Die können wir nie fällig stellen. Wenn wir alt sind und wollen das Geld zurückrufen, dann sagen die Pustekuchen, lasst die mal schön da stehen. Das spricht aber für das, was ich gesagt habe, dass das mit den Exportüberschüssen eine Schattenseite hat, über die in der deutschen Politik niemals gesprochen wird. Weil immer gesagt wird, toll, wir sind die Exportweltmeister. Das ist nicht nur gut. Ja? Also ich versuche gerade mal meine Frustration und Erschütterung zu überspielen. Ja. Es fällt mir aber nicht leicht, gebe ich offen zu, denn das bedeutet ja, dass im Grunde das, was wir seit Jahren machen, und
Wir können mehr tun. Schauen Sie, wir sind als Deutsche immer so furchtbar stolz, wenn die Zahlen verbreitet werden, unsere Exportüberschüsse. Wir sind die Größten. Genau. Aber man muss natürlich immer klar machen, unsere Überschüsse sind die Defizite anderer. Ja. Ja? Das, ne, verstehen Sie? Und irgendwann, glaube ich, Helmut Schmidt hat da unten darauf hingewiesen, auf lange Sicht nützen uns diese Überschüsse gar nichts. Weil die Defizitländer dann einfach wirtschaftlich lahm werden. Das heißt aber vor allem dann nicht, wenn wir dafür nichts Richtiges kriegen. Ja. Normalerweise ein Land, das Exportüberschüsse hat, verdient ja Geld und das hält ja nicht das Bargeld, sondern geht dann ins Ausland und kauft sich da Wertpapiere, Aktien, Immobilien, was auch immer, was Reales. Ja? Dann kann man sagen, später, wenn wir mal alt sind, dann machen wir es umgekehrt, dann holen wir das zurück und leben davon, wenn wir nicht mehr so richtig schaffen können. Nicht? Aber das ist ja in Europa nicht gelaufen. In den Jahren 8, 9 und 10, in den drei Krisenjahren, hat Deutschland mit den anderen Euro-Ländern einen Leistungsbilanzüberschuss, also im Wesentlichen Außenhandelsüberschuss von 264 Milliarden Euro gehabt. Und dafür hätten wir jetzt Vermögenswerte im Rest Europas kaufen können. Haben wir aber nicht gekriegt. Denn diese Länder haben das ja bezahlt, indem sie Geld gedruckt haben zusätzlich. Und dieses Geld ist nach Deutschland